Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. Poco hat ja heute zwei Smartphones vorgestellt. Einmal das Poco F4 und das Poco X4 GT. Wir haben ja hier schon das Poco F4 GT getestet. Ich verlinke das einmal oben in der Ecke für euch, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber hier soll es jetzt um das F4 und das X4 GT gehen. Und wir fangen mal mit dem F4 an. Beim Poco F4 hat sich Xiaomi, die sind ja da immer noch dahinter, offensichtlich gedacht, dass kantiges Design momentan total in ist, und das haben sich hier auch einfach wieder aufgegriffen. Das heißt, wir haben eine flache Rückseite, ein flaches Display und einen flachen Rahmen. Das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich mag die abgerundeten Seiten auf der Rückseite ein bisschen lieber. Es fühlt sich in der Hand meistens besser an. Aber wir werden das hier natürlich dann nochmal testen, wie das aussieht. Dafür bekommen wir aber ein schön dünnes Smartphone. Das ist nämlich gerade mal 7,7 mm dick. Das ist wirklich schon, alles was unter 8 mm ist, ist auf jeden Fall schon richtig schön dünn. Und es wird 195 Gramm wiegen. Also ist jetzt kein super leichtes Smartphone, aber auch nicht super schwer. Dazu gibt es dann drei unterschiedliche Farben hier zur Auswahl. Designtechnisch, wie gesagt, kennen wir das grundsätzlich schon. Es gibt ja immer dieses boxige Design. Und ich würde das andere einfach mal als klassisches bezeichnen, wo die Rückseite an den Seiten gebogen ist. Wir haben dann hier auch einen richtig tollen Bildschirm verbaut, zumindest auf dem Papier. Der ist nämlich 6,67 Zoll groß. Es ist ein AMOLED-Display, 120 Hertz, Full HD+-Auflösung und maximale Helligkeit von 1300 Nits. Also die maximale Helligkeit ist für ein Smartphone in dem Preisbereich, über den wir gleich hier sprechen werden, wirklich schon nicht so schlecht. Also auf Papier klingt das Display richtig toll. Soweit man das von den Bildern her sagen kann, sind die Rahmen auch minimalistisch. Man hat zwar ein kleines Kinn, aber trotz alledem sieht das auf dem Papier schon mal richtig gut aus. Und da freuen wir uns, dieses Display genauer zu testen. Als Betriebssystem bekommen wir hier Android 12 mit MIUI 13. Ist auch schön, dass hier jetzt wirklich mein Android 12 auch drauf ist. Man mag es mal gar nicht wahrhaben, aber gerade bei den günstigen Smartphones wird oftmals noch Android 11 ausgeliefert. Also wir haben jetzt zuletzt immer mal wieder Smartphones getestet, die mit Android 11 jetzt auf den Markt kommen. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Hier haben wir Android 12, von der Warte her passt das schon mal. Und auch von der Leistung her dürfte es passen, denn wir haben hier den Qualcomm Snapdragon 870 verbaut. Gerade in der Tech-Branche ist der ja wirklich sehr, sehr beliebt, weil der super Leistung bringt, relativ wenig Energie braucht und einfach rundum ein richtig gutes Paket ist. Es ist zwar schon ein etwas älterer Prozessor, aber der hält immer noch richtig gut mit, auch mit den Top-Prozessoren von heute. Also der 870 ist hier verbaut. Und dann bekommen wir 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher, je nachdem, welche Variante ihr hier wählt. Und das ist dann LPDDR5 Arbeitsspeicher. Und für den internen Speicher können wir dann 128 oder 256 GB UFS 3.1 internen Speicher wählen. Also von den Speichervarianten her sind wir hier auch auf maximaler Geschwindigkeit unterwegs. Das klingt erstmal alles schon richtig toll. Wir müssen natürlich dann gucken, wie es sich im Alltag schlägt. Aber von den anderen Smartphones mit diesen Specs her können wir schon mal eigentlich voraussagen, dass es sich sehr, sehr gut schlagen wird. Was bei so dünnen Smartphones im kantigen Design ja oftmals leidet, ist die Akkugröße. Und so ein kleines bisschen tut es das auch hier. 4500 mAh großer Akku ist hier verbaut. Ist jetzt nicht unbedingt ein super kleiner, aber auch kein super großer Akku. Muss man dann auch wieder schauen. Aber mit dem 870 bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass das Ganze relativ lange hält. Wir können das Poco F4 dann auch mit 67 Watt schnell laden. Das ist auch nicht übel. Damit hat man den Akku dann auch relativ schnell wieder voll. Kameratechnisch sind wir dann vielleicht nicht ganz so gut unterwegs wie gerade beim Rest. Wir haben hier eine 20-Megapixel-Selfie-Kamera verbaut und auf der Rückseite eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera. In einem der letzten Videos habe ich diese Makrokameras und Tiefensensoren noch als Platzhalterkameras verschrien. Das würde ich jetzt hier auch mal mich weit aus dem Fenster lehnen, dass diese Makrokamera jetzt hier keine Bäume ausreißen wird. Aber trotz alledem, die Selfie-Kamera und die Hauptkamera könnten ganz gut funktionieren. Man muss sich halt immer überlegen, was man denn da wirklich braucht. Also das Kamerasetup klingt jetzt nicht so ganz überzeugend, aber man hat wenigstens eine Ultraweitwinkel, eine gute Hauptkamera, denken wir, und eine Selfie-Kamera mit 20 Megapixeln wird das auch in Ordnung sein. Und konnektivitätstechnisch müsst ihr eigentlich auch auf nichts verzichten, denn der Snapdragon 870 hat hier auch alles Wichtige an Bord, von Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC. Das ist auf jeden Fall alles auch vorhanden. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie teuer wird das Poco F4 sein? Ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich das jetzt nicht verbasel, lese ich das lieber ab. Also, wir haben das Poco F4 in der 6 GB Arbeitsspeichervariante und 128 GB internen Speichervariante für 399,90 €. Aber es gibt eine Early-Bird-Aktion, die gilt vom 27.06. bis zum 2.07. jeweils 13 Uhr. Dann bekommt ihr das Ganze für 50 Euro weniger für 349,90 €. Es gibt ja dennoch noch die größere Speichervariante mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Standardmäßig wird die 449,90 € kosten. Und während dieses Early-Bird-Zeitraums wird das Ganze dann 399,90 € kosten. So viel zu diesen Preisen. Und jetzt kommen wir mal zum Poco X4 GT. Meiner persönlichen Meinung nach das Spannendere der beiden Smartphones.
Und designtechnisch ist es dem Poco F4 durchaus ähnlich. Es ist grundsätzlich halt auch dieses kantige Design. Allerdings ist die Rückseite nicht ganz im 90-Grad-Winkel zum Rahmen hier angesetzt, sondern ganz am Rand ist es so ein ganz kleines bisschen abgerundet. Das könnte für ein etwas angenehmeres Gefühl in der Hand sorgen. Das Smartphone ist dann auch ein bisschen dicker mit 8,87 mm, also rund einen Millimeter dicker. Und es wiegt dann 200 Gramm, also hat da tatsächlich diese 200 Gramm Marke gerissen. Ob das jetzt wirklich störend ist, wage ich mal dahin zu stellen, denn dafür ist der Akku hier dann nämlich auch gleich ein bisschen größer, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher sprechen wir mal darüber, warum ich glaube, dass das Poco X4 GT das interessantere der beiden Smartphones ist. Es ist dann übrigens auch ein kleines bisschen günstiger, das ist schon mal ein Grund. Aber hier ist auch der MediaTek Dimensity 8100 Chip drin. Und der hat schon in anderen Tests bewiesen, dass der mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Generation 1 mithalten kann und teilweise ihn sogar überbietet. Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig spannend. Und ihr bekommt immer 8 GB Arbeitsspeicher dazu, LPDDR5 in dem Fall. Und dann könnt ihr wieder auswählen, ob ihr 128 oder 256 GB UFS 3.1 internen Speicher haben möchtet. Also performancetechnisch liegt das Poco X4 GT wahrscheinlich sogar über dem F4, zumindest von den reinen Daten her. Wie gesagt, wir müssen das dann noch ausgiebig testen. Und das Display ist natürlich auch entscheidend für ein Smartphone. Und deswegen reden wir noch kurz über das. Und das ist das, wo ich nicht so richtig weiß, ob es gut oder schlecht ist, denn es ist ein LCD. So, das schon mal vorweg. Für all diejenigen, die LCD nicht mögen, ist das X4 GT dann wahrscheinlich nichts. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass die LCDs, die so eingebaut werden, jetzt auf jeden Fall keine schlechten Bildschirme sind. Und sie bieten ja auch gewisse Vorteile für diejenigen, die bei AMOLED so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, ist natürlich ein LCD dann genau das Richtige. Das hier ist dann 6,6 Zoll groß. Es bietet 144 Hertz Bildwiederholungsrate. Wir haben hier auch eine Full HD Plus Auflösung. Aber die maximale Helligkeit ist doch deutlich geringer. Also standardmäßig hat man 500 Nits und der High Brightness Mode hat hier 650 Nits. Also es ist doch ein gutes Stückchen dunkler als das AMOLED vom F4. Das heißt, performancetechnisch sehe ich momentan das X4 GT vorne und displaytechnisch schon relativ deutlich das F4. Und da ist ja ein größerer Akku verbaut, das hatte ich ja ganz am Anfang schon erwähnt. Dieser wird hier 5080 mAh groß sein und damit wird man, glaube ich, schon ein gutes Stückchen länger durchhalten als mit dem F4. Denn auch der Dimensity 8100 ist wirklich ein sehr energiesparender Prozessor, kommt natürlich immer auf eure Anwendung an. Das Poco X4 GT kann man dann auch mit 67 Watt aufladen, genauso wie das F4. Auch dieser Akku ist damit ratzfatz wieder voll. In der Hinsicht muss man sich auch keine Sorgen machen, aber kabelloses Laden ist übrigens bei beiden nicht verfügbar. Konnektivitätstechnisch sind wir beim X4 GT sogar besser aufgestellt, denn hier haben wir Wi-Fi 6, Dual 5G, genau das gleiche, aber Bluetooth 5.3, aber auch NFC ist hier natürlich ebenfalls verfügbar. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch über die Kameras zu reden und da ist das Setup zum Poco F4 extrem ähnlich. Eigentlich nur bei der Selfie-Kamera unterscheiden sie sich. Im Poco X4 GT haben wir eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera und auf der Rückseite eine 64-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel-Kamera und eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Deswegen, glaube ich, gilt die gleiche Aussage wie gerade auch schon beim Poco F4. Es wird okay sein, aber es ist kein gigantisch gutes Kamerasetup. Man darf aber den Preis natürlich nicht vergessen. Da bewegen wir uns ja hier sogar ein bisschen günstiger als beim Poco F4. Und deswegen schaue ich mal wieder in mein schlaues Büchlein, damit ich die Zahlen nicht verdrehe. Also beim Poco X4 GT haben wir immer 8 GB Arbeitsspeicher. Dann können wir aber 128 oder 256 GB internen Speicher nehmen. Die kleinere Variante ist dann für 379,90 standardmäßig erhältlich. Und die größere Variante kostet standardmäßig 429,90. Aber der Aktionszeitraum ist ein bisschen anderer. Der geht vom 4.7. bis zum 9.7., auch jeweils 13 Uhr. Dann spart ihr hier aber nochmal deutlich. Ihr bezahlt nämlich für die kleine Variante 299,90 und für die große Variante, also die 256 GB internen Speicher, 349,90. Das heißt, ihr seid bei der großen Variante sogar günstiger als bei der kleinen Variante zum Standardpreis. Das, finde ich, klingt richtig gut. Und aus der Kombination vom Prozessor und dem Preis, und die Kameras sind eigentlich sehr, sehr vergleichbar, würde ich sagen, dass das X4 GT eigentlich das bessere Smartphone ist, nur mit diesem kleinen Problem des Displays. Also für diejenigen, die LCD überhaupt nicht mögen, da ist das X4 GT natürlich dann nicht das richtige Smartphone. Aber die 144 Hertz, finde ich, klingen da auch nicht so schlecht. Ich würde zu gerne mal wissen, was ihr darüber denkt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr dann eher Poco F4 oder Poco X4 GT Team seid und das einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Oder findet ihr beide Smartphones komplett überflüssig, weil ihr schon viel, viel Besseres habt. Auch das könnt ihr natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich tausche ich mich auch sonst gerne in den Kommentaren mit euch aus.
Auf dem Weg zu den Kommentaren seid so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da, den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und die Glocke aktivieren, das ist noch viel, viel wichtiger, damit ihr euch möglichst häufig hier verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.